Die Stauraumlösung von Nibitaro. Wir zeigen, wie man unseren Marsschrank aufbaut. Für die Montage benötigt man ein Gliedermaß, ein Bleistift zum Markieren, einen Akkuschrauber und mehrere Schraubendreher. Zu Beginn wird die Höhe der Schrankböden bestimmt. Die Höhe wird markiert und die Schrankbodenhalter können in den Löchern verschraubt werden. Alle Platten sind hier bei 25 mm stark. Man kann hierbei auch mehrere Seitenteile nebeneinander legen, um das Maß zu übertragen. Wenn alle Halter angebracht sind, kann der Schrank zusammengebaut werden. Hierfür empfehlen wir, zu zweit zu arbeiten. Die Außenwand, welche Löcher nur auf einer Seite hat, wird mit einer Innenwand mit Löchern auf beiden Seiten verbunden. Der unterste Boden wird eingesetzt und wird von oben verschraubt. Danach folgen die weiteren Böden, welche von unten verschraubt werden. Wenn eine Schrankseite fertig montiert ist, kann man mit der nächsten fortfahren. Nach dem Zusammenbau der Wände und Böden werden die Schubkästen eingebaut. Die Wangen mit den montierten Schubkastenläufen werden mit Haltern in die Seitenwände eingehängt und anschließend verschraubt. Hierfür werden die vorgebohrten Löcher verwendet. Der Abstand zwischen zwei Schubkästen beträgt 3 cm. Wenn man sich für Anschlagwangen entschieden hat, müssen diese nur angepasst werden, wenn zum Beispiel damit Fußleisten überdeckt werden. Anschlagwangen werden verbaut bei Schränken mit vorlaufender Schiebetür, wenn ein zusätzlicher Wandabschluss hergestellt werden muss. In unserem Beispiel haben wir Anschlagwangen angebracht, um später eine Schiebetüranlage zu verbauen. Danach können die vormontierten Schubkästen eingesetzt werden. Jetzt ist die Montage des Marsschranks fertig.